Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, diesen Satz habt ihr schon etwas länger auf meinem Kanal nicht mehr gehört. Ich glaube, mein letztes Video ist knappe 2 Monate her. Das liegt jetzt nicht daran, weil ich mir nichts mehr kaufe, sondern weil ich irgendwie zurzeit keine Lust auf YouTube richtig hatte. Aber jetzt geht's wieder los, weil ich habe halt ein paar Sachen beim Cyber Monday gekauft. Sind jetzt nicht viele, sind nur 2. Und deswegen ist mein erstes offizielles Video nach meiner sogenannten Pause das Cyber Monday Update von 2016. Da habe ich, wie gesagt, 2 Artikel gekauft und die zeige ich euch gleich mal. Aber vorher möchte ich auch sagen, also jetzt werden auch wieder regelmäßige Videos kommen. Ich kann halt nicht versprechen, dass jetzt jede Woche ein Video kommt oder so. Ich mache halt ein Video, wenn ich Lust dazu habe. Und ich fahre nämlich auch bald wieder zur Filmbörse und dann gibt es ein Filmbörsen-Update. Und naja, ihr werdet ja sehen, was auf meinem Kanal so passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch allen, dass ihr mir die Treue gehalten habt und mich nicht jetzt deabonniert habt, nur weil ich mal 1-2 Monate keine Videos gemacht habe. Deswegen geht es jetzt wieder los mit frischer Motivation und frischer Kraft. Und dann fangen wir jetzt gleich mal an mit dem Cyber Monday Update 2016. So, da habe ich beim Cyber Monday mir endlich mal geschafft zu kaufen die Stargate Atlantis komplette Serienbox, also mit allen Staffeln drin. Die hat mir noch komplett gefehlt in meiner Sammlung, weil ich habe gedacht, die kommt irgendwann mal auf Blu-ray raus. Leider ist sie bis heute noch nicht auf Blu-ray draußen und dann für knappe 30 Euro habe ich dann gesagt, nimmst die jetzt einfach mal mit und habe ich dann auch gemacht. Die war, wie gesagt, für 30 Euro ein Blitzangebot beim Cyber Monday. So, da haben wir hier die Vorderseite, da steht oben dann drauf die komplette Collection inklusive Bonusdisc. Dann haben wir da schön drauf gedruckt das Stargate Atlantis Symbol sozusagen hier und hinten ein Stargate, also das Besondere von Stargate Atlantis haben wir andere. Und unten sieht man dann in der Spiegelung des Wassers Atlantis, ganz unten steht DVD Video. So, wenn wir das Ganze vom Spine angucken, also von der Seitenansicht, haben wir oben MGM, unten DVD Video und wieder Stargate Atlantis, die komplette Kollektion. Und auf der Rückseite haben wir dann ein paar Charaktere aus der Serie und die ganzen Informationen. Wenn ihr die mal lesen wollt, kennt ihr ja das Spiel, einfach mal auf Pause drücken. Hier ist auch ganz schön viel Bonusmaterial drin, da könnt ihr auch mal lesen, wenn ihr wollt. Und die komplette Kollektion ist auf 26 Disc. Das hier ist sozusagen der Schuber, der ist auch wirklich aus richtig stabilem Material, hat hier so eine Abkantung. Das ist der Schuber. Und jetzt gucken wir uns das Innere an, was mir auf den ersten Blick nicht so gefallen hatte. Aber jetzt gefällt es mir doch. Haben wir hier ein Schiff vom Stargate. Und da steht dann wieder Stargate Atlantis, die komplette Kollektion. Auf dem Spine auch. Unten haben wir dann noch ein DVD-Logo. Und auf der Rückseite auch. So, jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Weil ihr seht das schon, wenn man das mal jetzt vergleicht, ist sogar diese Pappe von diesen Einlegern dicker. Und das gefällt mir richtig gut. So, dann stehen hier die ganzen Episoden, die da drin sind, mit den Staffeln. 5 Staffeln sind es ja insgesamt. Da könnt ihr ja auch mal, wenn ihr wollt, auf Pause drücken. Unten steht dann noch der Bonusinhalt, der Bonusdisc. Und hier haben wir dann aufgestaffelt die ganzen CDs. So, da haben wir die erste und so weiter. Immer so weiter. Ich blätter jetzt einfach mal durch, damit ihr das seht. Da drückt er noch immer schön nach. Und da das noch ganz schön viele Discs sind, wie gesagt, 26 Discs in so einem Schuber, habe ich jetzt eigentlich gedacht, das hält jetzt nicht so gut. Aber es hält doch relativ gut, weil das sehr, sehr dicke Pappe ist. Ja, und wenn da wirklich mal was kaputt geht, kann man hier auch mit Tesa oder mit Klebeband nachkleben. Aber wenn man das nicht so oft benutzt, also man muss ja nicht jetzt jeden Tag 20 Mal nacheinander diese Box raus und reinholen, kann man da dann liegen lassen, wenn man sich die Serie anguckt. Und dann ist das alles schon in Ordnung. Das Einzige, was man beachten muss, man darf das jetzt nicht unbedingt mit dreckigen Fingern anfassen, weil das, wie gesagt, weiße Pappe ist und die ist auch doch schon sehr empfindlich. So, das war das erste für knappe 30 Euro Stargate Atlantis. Und dann hatte ich ja viele Blitzangebote noch gesehen, wie die Mittelerde Collection für 219. Aber die habe ich dann nicht genommen, weil, ich weiß nicht, ich habe von Herr der Ringe eigentlich genug und von Hobbit. Ich habe da die Steelbooks. Ich hatte auch die Collector's Editions, brauche ich nicht. Deswegen, Steelbooks reicht mir jetzt in dem Moment. So, aber zum Schluss habe ich dann noch ein Angebot gesehen, da konnte ich nicht widerstehen. Und zwar hier die Independence Day Limited Collection mit dem Raumschiff. Das habe ich jetzt schon ausgepackt, weil das so sonst zu viele Geräusche gemacht hätte hier im Video. Da steht dann auf der Vorderseite des Kartons Independence Day Attacker Edition, also so heißt das Raumschiff. Dann sieht man im Hintergrund hier so die Bilder von dem Weltraum mit dem Schiffen. Oben steht auch nochmal Independence Day Attacker Edition. Auf dem einen Seitenansicht steht das auch. Unten noch ein 20th Century Fox Logo. Auf der anderen Seitenansicht auch. Auf der Rückseite haben wir dann die Oberseite von dem Schiff, glaube ich. Und auf der Unterseite stehen dann noch so ein paar
Informationen. Ja, das habe ich mir gekauft. Das stelle ich aber jetzt mal beiseite, weil das nimmt sonst zu viel vom Bild weg. Und da zeige ich euch gleich, was drin war. Da war dann noch natürlich hier, das war die Rückseite. Das ist das Infoblatt sozusagen. Dann steht hier unten drauf FSK 12 und hier diese zwei Disc-Versionen ist da drin. Leider kein Steelbook, nur eine Amari, aber da kommen wir gleich zu. Hier stehen dann die ganzen Sachen, die wichtig sind für diese Edition. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mal auf Pause drücken. Mir auch. Gut, so, jetzt kommen wir zum Inhalt. Ich fange erst an mit der Amari. Also das Gute daran ist, wer jetzt den Film noch nicht hat, hat halt hier ein Wendecover dieser Amari. Da steht dann hier D4 Independence Day und unten steht 20 Jahre Jubiläumsedition. So, dann auf dem Spine auch sehr schön Independence Day zu lesen mit Will Smith da, Olum Blu-ray Disc. Auf der Rückseite stehen dann nochmal die Filminformationen mit der Laufzeit und alles drum und dran. Haben wir hier einmal 145 Minuten die normale Fassung und 154 Minuten der Extended Cut. Habe ich mir jetzt auch schon angeguckt im Extended Cut und ich muss sagen, die Szenen, die da zusätzlich sind, die bemerkt man schon sehr, weil der Ton ist doch recht anders. Und in manchen Szenen, die zusätzlich sind, ist der Ton auch ohne Musik. Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber wer den Film jetzt schon noch nicht gesehen hat, hat irgendwas verpasst. Also es gibt da so eine Szene, da geht der Vater, der später dann die Flugzeuge fliegt, der immer so ein bisschen trinkt, der geht da so zu dem Bunker, wo die sind. Und da redet der halt, die verlängert die Szene und dann kommt er zur Tür und auf einmal überspringt die Szene mit Musik und vorher war gar keine Musik da. Also das haben sie komisch gemacht, aber trotzdem ist der Extended Cut von der Bildqualität her überhaupt nicht zu unterscheiden, wann die Szenen eingefügt wurden. So, dann haben wir hier die normale Disc, die Blu-ray. Und hier haben wir dann noch auf Blu-ray eine Bonus-Disc. Und das ist das Wendecover, damit ihr seht, das Ding hat wirklich ein Wendecover. Und da habe ich keinen Mist erzählt. So. Das ist, wie gesagt, die Amare. Ich hätte mir das Steelbook gewünscht, wie in der französischen Version. Ist leider hier nicht der Fall. Und dann haben wir hier den Hauptteil dieser Edition, den Attacker, also das Schiff. Ich finde jetzt persönlich, das sieht wirklich sehr gut aus, weil viele sagen ja immer, es ist nicht so wertig, weil es aus Plastik ist, aber mein persönliches Empfinden, Plastik kann man besser bearbeiten, Plastik kann man besser bemalen, besser altern. Bei Metall hat man immer diesen Glanzeffekt. So, dann haben wir hier vorne auf den Standfuß steht schön Independence Day, richtig gut zu lesen, denn rundherum haben wir so eine Schraffurung, also Schraffur, was aussieht wie so ein Steinboden. So, wenn ich das Schiff nehme ich jetzt erstmal runter, dann haben wir hier noch so ein geiles Logo, also so, na Logo nicht so geil so gemacht, richtig cool, fügt sich da fort, denn unten stehen dann so Informationen, 20th Century Fox und so weiter und das, ja, nee, die Adresse steht da, 2016 steht da doch. So, das ist dann, wie gesagt, der Standfuß. Und dann haben wir hier den Cruiser, der doch jetzt relativ gut aussieht. Man hätte ihn vielleicht noch ein bisschen mehr auf alt machen können und die Scheiben vielleicht echtes Glas, also so mehr Plastik und nicht nur einfach so schwarz, aber sieht schon doch ganz gut aus, weil die Scheiben mehr glänzen. Also insgesamt ist der Cruiser doch sehr schick. Er hat einen hohen Detailgrad, würde ich mal meinen. Hier auf der Rückseite die Antriebsdüsen, hier noch die Schussvorrichtungen, hier haben wir dann noch ein bisschen auf alt gemacht mit diesen Silberoptik von unten, nochmal von oben und dann haben wir hier zwei so eine Risse drin sozusagen, damit man den hier auf diesen Ständer machen kann. Zack, drin ist er, geht auch relativ gut und hält auch wirklich sehr fest. Ja, so, das war jetzt mein erstes Video nach meiner Pause, ich stelle die Kamera ein kleines Stück zurück, mein Cyber Monday Update, sind wie gesagt nur zwei Artikel geworden, Stargate Atlantis und Independence Day, die Attacker Edition. Ich hoffe, das erste Video nach der Pause hat euch gefallen, wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, wenn nicht, dann nicht und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann drückt einfach mal auf den Abo-Button. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao! I'll be back.